Moin Moin, mein Name ist Heinrich Löwe und mit mir steht die Mathilde, die schon wieder gestorben war. Genau, aber du bist ja unterwegs. Nicht wundern, hier sind überall ein bisschen Stacheln. Wenn du die Mission aktivierst, bleibst du ja entweder außerhalb oder... Ach, ja, diesen Frames, hier kommst du noch hoch. Ich hoffe, dass ich die Mission noch habe, weil sie wird mir jetzt tatsächlich nicht mehr angezeigt. Och nö. Ach doch. Jetzt stehe ich hier alleine und warte auf dich. Richtig. Das heißt, ich kann zurückfahren oder was? Naja. Ich weiß es nicht, ob die Mission wieder aktiviert wird, wenn ich da wieder bin. Keine Ahnung. Erstmal guckt euch diese Antenne an. Genießt diesen Anblick, diese Antenne. Denn die wird gleich nicht mehr da sein. Hey! Und Timber! Timo und Pimba, oder wie die hießen. Hä? Timon und Pumba? Ach, was ich? Ich hab das nie geguckt. Du hast nie der König der Löwen geguckt? Ah, Simba. Jemanden ansimbern, ja. Ganz schön eklig. Hä? Das war mal ein Insider. Ich glaube, irgendwie hieß das, dich ansimbern oder sowas. Was soll das bedeuten? Naja, man packt was Weißes an jemanden seine Stirn. Ah. Darum ist es König der Löwen ganz schön eklig. Nein, nur was da ein paar Idioten draus gemacht haben, ist eklig. König der Löwen ist ein ganz toller Film. Und sollte niemals real verfilmt werden. Wurde er nicht real verfilmt? Nein. Sowas würde nie jemand wagen. Nee, jetzt mal ernsthaft. Wurde der nicht real verfilmt? Oder vielleicht komme ich dadurch... Er wurde genauso wenig real verfilmt, wie es einen zweiten und dritten Teil von Matrix gibt. Er wurde genauso wenig real verfilmt, wie es mehr als zwei Terminator-Teile gibt. Okay. Hier kommen gerade ein paar Zombies. Ich bin noch einen knappen Kilometer. Ja, das scheinen normale Wanderzombies zu sein. Nahkampf! Ups. Ah, Jukic! Au, die erwischt mich. Noch 900. Oh, die kämpfen gegen den Baum. So, in 5 Minuten ist meine Nahtoderfahrung weg und in einer Stunde meine Kanne. Eine Stunde. Ey, die hauen wirklich den Baum ab. War so eine kleine Zombie-Horde. Na komm. Damit du nicht mehr alleine bist. Noch 600. Ich bin durstig. Dann trinke etwas. Ich trinke mein letztes Wasser, was ich habe. Wie gut, dass ich viel Wasser bei mir habe. Also, ja. Ich wollte gerade sagen, du darfst dann meinen Rucksack geben und dir Wasser rausnehmen, aber ich habe Angst, dass dann der komplette Rucksack verschwindet. Aber ich glaube nicht. Oh, also High-Performance-Running-Schuhe. Darum sind die grün. Besser als Cowboy-Stiefel. Jetzt kriege ich zwar eher kalte Füße, aber ich kann schneller laufen. 350 Meter noch.
bin fast da. Super. 280 Meter. Hundert. Ja, ich kann es kaum erwarten. Ich sehe dich, Heinrich. Hallo. Hallo, Heinrich. Hallo. Hier, der Leuchtturm. Hinter diesen zwei Zombies, egal. Ja, ja. Weiß nicht, wo du gestorben bist. Nein, das ist alles da so. Ich hab Essen für dich. Und weißt du was? Was? Mein Rallye-Punkt ist weg. Das heißt, wir können die Mission nicht mehr starten. Bingo! Na toll. Willst du was zu essen? Willst du was zu trinken? Hm. Schmeiß bitte raus. Danke. Hm. Das verbessert irgendwas bei mir. Hm. Ich habe unten so einen Zahnradabdruck. Was ist das? Ich weiß jetzt nicht mehr, was Shem Chow da so bringt, aber... Your fortitude and growth sheet... Sheets hair? Ach, keine Ahnung, irgendwas. Also einfach zum Händler zurück. Mhm. Kann man hier querfeld einfahren? Keine Ahnung, ich mach das jetzt einfach. Das heißt, wir nehmen jetzt nochmal zwei Missionen an, oder was? Ich glaube, ich... Du machst eine Buddel-Mission? Also du kannst gerne noch eine Mission annehmen. Ich mach einen Buddel privat. Du buddelst da deinen Durchgang, den du haben wolltest. Da ja. Deine Straße ja. Zum Händler war das, ne? Genau. Wann wieder der Händler? Weit aus. Frustriert. No. Sind die Zombies zu hart für dich? Ja. Ja, ich finde es schade, dass man nicht mehr so einfach Schwefel oder hier, was braucht man noch? Nitrat, ne? Für Munition. Das ist irgendwie... Gibt's ja keine Nitratfelder mehr, wo man das abernten kann, gezielt. Kann man das vielleicht aus irgendwas anderes bauen? Weil wir brauchen ja mehr Munition. Also einer kann sich ja auf die MP spezialisieren, also... Ich habe ja schon Schrotflinte. Ja, dann mache ich MP. Ja, dafür haben wir ja schon 1000 Schuss, aber die MP wird wahrscheinlich auch... Frist wird die aber auch fressen. Ja, genau das meine ich auch, ja. Juhu, ich habe keine Nahtoderfahrung, ich bin nur noch krank. Oh, mir geht's gut, irgendwie. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Maximalwert von 150 erreicht. Ich habe momentan 140. Aber es kann auch sein, dass das durch meine Krankheit abgemildert ist. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade einfach ein bisschen frustriert. Buddel mich jetzt im Berg. Fahr diesen Zombie da um. Brustbuddel. Oh. Vielleicht für die Schokolade oder. Ach, gab's ja auch in dem Spiel, stimmt. Echt? Früher? Schokolade? Oder war... Ah nee, jetzt verwechsel ich mit Zomboid. Da gab's Schokolade. Zomboid? Das hat dich glücklicher gemacht oder so. Hm.
Weil da war noch so ein bisschen Moral mit drin oder so. Das Befinden, sage ich mal so. Diesen Zombie, da fahre ich auch um. Aus dem Weg! Ach, der Erdorb ist im Eisgebiet gelandet. Was ist denn der Händler, Mensch? Das dauert ja. Ich bin gerade beim Händler gewesen. Also, du machst jetzt den Weg, ne? Hm. Ich fange aber bei uns an der Basis an. Okay. Ich guck mal, was er für eine Mission hat. Wenn nicht, hole ich mir den Drop. Mach. Vielleicht hacke ich auch gleich noch ein klein wenig Holz. Hello, stranger. Oh nein, bist du. Hello, Trader. Now we're cooking. Oh, toll. Ey, das ist ja, das sind ja tolle Sachen, Alter. Entweder ein Stufe 1 eisenverstärkter Knüppel oder, halt dich fest, ein Stufe 1 Lederstiefel. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich da nehmen soll. Das ist ja der Hammer. Das haut mich ja weg. Gib mir diesen eisenverstärkten Knüppel. Mann, Mann, Mann. Das war ja echt Mist. Fetch war Buddeln oder so, ne? Nee, ich glaube, Fetch war irgendwie diese versteckten Dinger finden. Ah, oh, da hab ich keinen Bock drauf. Ich mach einfach nochmal Zombies klatschen. So, muss ich denn da hin? Schade, nicht ins Eisgebiet. Ach, quasi nach uns zu Hause. Nicht wundern, ich komme nicht nach Hause. Ich fahre nur dran vorbei. Mhm. Kannst ja hupen, wenn du vorbeifährst. Ach, mach ich. Richtig Wald hier bei uns. Diese Hupe. Ich sollte ja hupen, wenn ich vorbeifahre. Ich weiß. Aber jetzt fahre ich hier querfeldein. Oh, da ist am Fluss. Auf der anderen Seite. Ja. Gut, das wird nichts mit einem schnellen Rückzug. Mal paddeln. Ich kann nicht schwimmen.
Ich glaube, auch hier ist ein Gebäude, das haben wir uns noch nicht angeguckt. Das ist durchaus denkbar. Ist sogar hier richtig eine Außenmauer. Ah, ist ein Bauernhof, ein kleiner niedlicher. Ah, das sieht doch cool aus. New Life Hope Cabin. Das sieht ja nett aus hier. Also ein bisschen mittelaltermäßig was. Ich versuche mich irgendwie erstmal hochzuarbeiten. Uhu, Zombies. Na, wo seid ihr denn? Wollt ihr nicht rauskommen? Komm her, du Vogel! Ich klatsch dich weg! Bist du scheiß... Da. Komm her, los! Ich mach dich platt! Hey! Ha, 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 ha. Scheiße, war in der Strohballen, da kommt er ja hoch. Oh, geschmiedetes Eisen. Boah, ich finde, das ist eigentlich gar nicht doof hier, das Gelände. Das hat eine Außenmauer. Eine Tausender. Wie weit ist das von zu Hause weg? 728 Meter. Ah, nicht viel. Aber das könnte man echt so vielleicht so als... Ja, nee, hier ist ja eigentlich nichts. Aber sieht echt gut aus. Hätte man echt so als zweite Basis nehmen können. So schick wie die ist. Einfach nur, weil sie schick ist. Ich wusste doch, da ist doch einer. Komm mal her. Komm, trau dich. Trau dich. Nicht so schüchtern. Das ist Mr. Bass. Nein, Mr. Bass tut dir nicht weh. Mr. Bass, zertrümmer dich nur, du kleine Ratte. Aber bisher sind immer nur dieselben Zombies hier. Und Benzinfässer findet man hier. Das ist schön. Aha. Das ist ja geil. Die Heuballen einfach mal wegnehmen. Dahinter ist eine... Ja. Ein Keller. Geheimer Kellereingang. Man hier findet... Oh, ich habe Teile für ein Moped gefunden. Oh, cool. Was denn? Ja, hier so ein Taschenmotorrad, meine ich. Und ein Reifen. Oder den Reifen könnte man fürs Auto benutzen. Reifen sind immer gut. Bauen wir uns in den Keller rein? Oh. Da ist wieder eine Bergwertmine. Da ist eine Fackel, die nehme ich mit. Wasser. Zombie. Oh! Ich schlag zurück, du Cowboy. Ah, da wäre man runtergefallen wahrscheinlich.
Wie sieht's denn bei dir eigentlich mit dem Betonherstellen aus? Keine Ahnung. Kann ich mal gucken, wenn ich zu Hause bin. Oh, das Wasser ist hier beschädigt. Da fehlt Wasser. Ah, hier gibt's einen anderen Ausgang. Ah. Da komme ich in die Scheune. Mensch, das ist cool. Die Gebäude sind alle miteinander verbunden wahrscheinlich. Ja. Das gefällt dem lieben Heinrich. Das ist cool. Nehmen wir auch nochmal mit. Schade, hatte ich. Hier nochmal ins Gebäude. Den schönen Eingang hier. Ach, wir kommen aus dem Brunnen raus. Das ist ja richtig edel. Das ist richtig geil. Also du wirst wahrscheinlich die Mission auch nochmal kriegen hier. Erkultes Essen. Ah, da ist ein Versteck. Machete, Stufe 2. Machete? Kannst du gerne haben, wenn du willst. Also ich hab meine Waffen, die ich brauche. Oh, hier ist ein Grab einer Stripperin. Oh, da geh ich schnell weg. Das Grab einer Stripperin. Ja, okay, ich guck mal kurz nach. Ich hab Angst, dass es eine schnelle ist. Nö, ist nicht schnell. Ist aber nicht ihr Grab, da liegt ein Jet oder so. Ui. Die war doch schnell. Upsi, dupsi. Habe leider auf die falschen Augen geguckt. Oh! Also die schnell muss man echt mit einem Powerschlag umhauen. Und dann draufhauen. Hey, 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 das ist mein Geheimgang. Oh. Welche Stufe hat denn die Machete? 2 leider nur. Willst du da nicht? Ja, doch, nimmt uns. So. Hol uns das Haus mal an. Tudelü. Voll gefährlich. Wir gehen mal lieber auf die Möbel. Platz mehr. Ich meine, es wurde ja auch Zeit, dass sich mal wieder jemand um Leben kümmert hat. Gefühlt. Ja, alles gut. Muss ja auch mal gemacht werden. Außerdem bastel ich so eine coole Höhle. Ja, wenn du Bock drauf hast, mach. Kein Problem. Ich will gerade einfach mal nicht sterben. Na, diese Folge wirst du überleben. Juhu. Ja, Katze. Sie hat gerade Brr gemacht. Die macht immer Brr. Sie ist eine Brr-Katze. Wie wird das in Meta morgen? Brr. Ach, zu allem Brr. Oben ist nichts, ist ja doof. Achso, ich bin auch schon fertig. Talk to Trader. Machen wir doch. Oh nein! Gut? Nee, darum ist das Wasser hier, damit man hier runterfallen kann. Dann gehe ich aus dem Brunnen wieder raus.
sollten wir mal zu dem anderen Trailer gehen. Vielleicht hat der coolere Sachen, wenn man die Mission erledigt. Wo hab ich denn hier geparkt? Das weiß ich nicht. Möp, Möp, wo bist du? Weiß nicht mehr, wo ich geparkt habe. Ach ja, ich musste ja schwimmen, weil hier falsch abgebogen quasi. Entschuldigung, ich bin gerade gegen's Mikro gekommen. Ich hab's vernommen. Das hab ich mir schon gedacht, deswegen ich mich entschuldige mich. Das ist sehr nett von dir. Ich hab's manchmal meine Erwartungen, in denen ich nett bin. Ich buddel hier auch gerade ganz bewusst nur in der Erdschicht und gehe hoch, wenn ich auf Steinschicht treffe. Damit das nicht zu lange dauert. Auf zum Händler! Ja, da bin ich auch auf dem Weg hin. Ach, du willst das verkaufen? Ich buddel mich dahin. So. Und ich habe schon einen ganz kleinen Teil des ersten Hügels geschafft. Du darfst dir natürlich gerne mein Loch bei Gelegenheit mal anschauen. Dein Loch, okay. Das klingt etwas doppeldeutiger, als es gewollt war. Ups, ich kann da durchfahren und nicht, Nö, bis jetzt kannst du nur reinfahren. Oder eher reingehen. An der Höhe habe ich noch nicht vollständig gearbeitet. Erstmal ist es ein Durchgang, habe keine Durchfahrt. Okay. What do you seek? You have made my day. Jetzt bekomme ich schon eine Armbrust mit Stufe 1 oder eine Lederkapuze Stufe 2. Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Das Einzige, was bisher Sinn macht, sind die Jetons und die Erfahrung. Du kannst ja ab und zu mal gucken, ob was Sinnvolles zu verkaufen hat. Hallo, Trader. Zeig mir mal dein Inventory. Oh, guck mal, der hat hier ganz normal Holz zu kaufen. Verkauf. Ein Standardwasserhahn. Wozu brauchen wir einen Wasserhahn? Keine Ahnung. Ein Vorhang. Ledersessel. Jagdmesser. Jagdmesser ist schon was Gutes, aber wir haben ja mittlerweile beide eins. Jagdmesser Stufe 5, kostet aber 4000 Jetons oder Dollar. Eine Machete Stufe 4, Magnum-Munition, Schrotflinten-Munition, Schießpulver. Nachtsichtgerät finde ich nicht gut. Nachtsichtgerät? Ja. So gut. Sowas hätte ich gerne. 4000 habe ich aber nicht. Tschau. Ich hätte da nur Munition gekauft. Thanks anyways. You be careful out there. Mal gucken, was du so an Munition selber schon herstellen kannst.
Ja, aber erst fahre ich jetzt nochmal schnell zum Drop. Drop. Oh, warte mal. Muss mal tanken. Dann werde ich wahrscheinlich auf der Rückfahrt sein, wenn es schon dunkel ist, aber das ist ja nicht schlimm. In der Nacht können sie mich ja schlecht angreifen, wenn ich fahre. Na, die kann ich, wenn sie sich treffen, dann tut es weh. Ah, ein bisschen. Ein Biker macht das nichts aus. Oh, Katze. Trampel doch nicht so auf mir rum. Ja, die will Aufmerksamkeit, oder was will die? Nee, die will kuscheln, die sitzt auf meinem Schoß. Ach so. Hat sich gerade nur etwas umpositioniert. Dieses Loch ist ein schönes Loch. Was denn? Freut mich, dass es ein schönes Loch ist. Hm. Na, du baust ja quasi einen Tunnel, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Geh jetzt unter die Tunnel. Back to the Zwergendasein. Hm. Ich bin zu viel gestorben in letzter Zeit. Da wäre ein Erdbohrer ganz schön geil. Oh ja. Aber weißt du, wie sehr so ein Erdbohrer Benzin schluckt? Holla die Waldfee. Weißt du, wie scheißegal mir das ist? Ja, dann besorg uns einen. Ich muss erstmal zum Droppeli-Drop. Nee. Heinrich, zurück. Motorrad nicht auf Schräglage stellen. Sonst Motorrad weg. Ja, und dann ist Mathilde sauer. So ein Motorrad ist nämlich teuer. Ja, vor allem den Loot, den ich jetzt gerade bekommen habe und gefunden habe und so, der ist da drin. Hm. War ja nicht wegen jeder Kleinigkeit nach Hause. Der Wagen ist voll. Oh, ich habe gleich die Spitze dieses Hügels erreicht. Cool. Oh, aber ich muss mich auch demnächst auf den Heimweg begeben, sehe ich gerade. Es ist ja schon 20 Uhr. Compound-Bogen 1. Das Einzige, was das gut ist, ist ein Scharfschützengewehr Stufe 2. Also nicht die normalen Gewehre, sondern richtig diese Scharfschützengewehre, wo gleich 5 Schuss drin sind. Hat aber wahrscheinlich wieder keinen Scope, müsste man einen Scope machen. Was denn da? Zombie-Geräusch und Schweinegeräusch. Zombie-Schwein? Nee. So, ich begebe mich. Zombie und Schwein. Zombie tot? Immerhin, Level 79 schon. Schwein auch tot mit einem Schuss. Das war ja ein Schweineschuss. Weitermachen. Knochen kann man ja auch gebrauchen, ne? Ja, daraus machen wir Kleber. Perfekt.
So, dann habe ich den Drop geholt, ich habe eine Mission gemacht und bin jetzt auf dem Heimweg. Alles klar, ich komme gerade aus meinem Loch raus. Das Loch der Mathilde. Kannst ja ein Schild basteln und draufmalen, der das Mathilde-Loch. Oder... Der Mathilde-Loch. Ja, oder so. Ich wollte eigentlich noch sagen Mathilde-Tunnel, aber... Hui. Der Mathilden-Tunnel. Mathildenstollen. Alter Schwede. Tot? Ich hoffe, ich finde den Mathildentunnel. Ich habe auch keine Punkte für gekriegt. Ich habe wirklich einen Zombie überfahren. Ich bin irgendwie. Hab ein Salto gemacht, aber ich habe keine Punkte gekriegt. Dann ist der Zombie wohl nicht tot. Yeah, hör auf, das ist ansteckend. Hä? Da schlafen die Zuschauer ein, wenn du gehst. Ja, es ist ja auch Schlafenszeit, es ist gleich 22 Uhr. Also um die Zeit gehen doch gehen doch nur alte Leute ins Bett. Du meinst, wie wir während der Arbeitswoche? Wir sind alt. Wann geht ihr so ins Bett? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, bestimmt so um 1 oder so. Fuck, ich hab die Kurve verpasst. Ja, schreibt es uns in die Kommentare, genau. Ich glaube, das Video ist noch lang genug. Jupp. Müde fahren wir jetzt nach Hause und begeben uns ins Bett. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein was, Mathilde? Abo? Richtig. Und nicht vergessen, nächstes Mal wieder einzuschalten, wenn wir 7 Days spielen. Also, reingehauen. Ciao. Ciao, ciao. Oh, ich fahre ohne Licht. Ohne Licht ist nicht gut.